CWL champs, getting right into things, moving through these series. I'm your host, Katie Bedford, joined on the desk by Miles Momo and Study as we move things along. Again, FaZe Clan and Animosity. FaZe Clan up 2-0 there on... Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, ich habe keine Ahnung, wann ich zum letzten Mal ein normales Gameplay nachkommentiert habe. Was heißt eigentlich normal? Eigentlich ist heute hier überhaupt nicht normal, Freunde. Denn ich kann euch im Hintergrund zeigen, die allererste Map, die meine neue E-Sports-Organisation in ihrer Geschichte geholt hat. Und das auch noch gegen FaZe. Zu krass, Freunde. Die ganze Series ging leider gestern Abend 3-1 verloren. Kann man nichts machen. FaZe einfach übermächtig gespielt. Kann man echt nichts machen. Unsere Jungs haben trotzdem super gespielt. Und zwar auf dieser Map hier, auf Control. Der Control-Modus auf der Map Arsenal. So rum ist es richtig. Und es war einfach ein unglaublich geiler Stream gestern Abend. Wir haben das Ganze nämlich auf dem Animosity Twitch-Kanal gespielt. Da werde ich heute Abend auch wieder streamen, weil heute noch ein Spiel ansteht. Auch wenn die Jungs leider schon ausgeschieden sind, nachdem sie das zweite Spiel leider auch 3-0 verloren haben, was ich eigentlich auch streamen wollte, aber dann wurde es einfach 1,5 Stunden nach vorne gezogen. Ich gucke so auf mein Handy, Spiel schon fast vorbei. Ich denke mir so, danke für die Information, Call of Duty. Na gut, Freunde. Also, wir sehen im Hintergrund, wie unsere Jungs in L.A. gegen FaZe ein unglaublich solides 3-0 in Control geholt haben. Und ich bin einfach zu hyped. Ihr seht auch, ich habe auch gerade hier die Cap auf. Im Übrigen gibt es die noch nicht zu kaufen oder sonst was. Dazu habe ich auch gestern ganz viele Fragen im Stream beantwortet. Das große Problem ist leider nur, dass... ja, ich leider deaktiviert habe, dass die Stream-Highlights gespeichert werden. Und dementsprechend wurde leider der ganze Stream nicht gespeichert. Ich wollte eigentlich ein Highlight-View davon zusammenschneiden lassen, euch jetzt hier auf euren Nacken präsentieren. Aber dann dachte ich mir... egal, machen wir es so auf die Oldschool-Art und Weise. Ein paar Fragen kann ich euch trotzdem beantworten, die so normalerweise gestellt wurden. Und genau, und ich werde euch noch erzählen, warum ich zurzeit nicht so viele Videos hochlade. Also, Freunde, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Fangen wir erstmal damit an. Animosity, die Orga, ist quasi, die hauptgestellte Frage ist, werdet ihr nur Call of Duty machen? Und dazu kann ich natürlich direkt antworten, definitiv nicht. Wir haben den E-Sports-Markt die letzten Monate sehr, sehr gut überprüft und wir wissen genau, welche Spiele eine hohe Priorität haben sollten und welche vielleicht nicht die allerhöchste. COD war mir einfach wichtig. Ich wollte, dass wir ein COD-Team haben und es war wirklich, ich schwöre euch Leute, ich glaube ja an Schicksal. Ich glaube nicht an vieles, aber ich glaube an Schicksal. Und es ist der unglaublichste Zufall, dass wir die E-Sports-Orga quasi schon perfekt ready hatten. Uns hat nur noch das erste Team gefehlt fürs Announcement. Und ein paar Tage später sehe ich auf Twitter... Team Divinely, also das deutsche Team, was jetzt Team Animosity heißt, hat sich einfach für COD Champs qualifiziert. Und ich dachte mir so, ich habe meinen beiden Geschäftspartnern, Markus und Kevin, im Übrigen Top-Leute, wird gleich die zweite Frage sein, geschrieben, ey, wir müssen das Team jetzt verpflichten. Es geht nicht anders. Das ist der Startschuss, das ist das ideale, die ideale Message, um nach außen zu gehen und zu sagen, wir haben eine E-Sports-Orga gegründet. Und das Ganze ging dann Schlag auf Schlag. Es wurde innerhalb von wenigen Stunden organisiert, dass die Jungs rüberfliegen können und so war das Ganze geboren. Und ich glaube, deswegen denken viele, wir werden uns nur auf Call of Duty fixieren. Freunde, also ich kann leider noch nicht so viel versprechen, aber ich kann euch Folgendes sagen. Wenn ihr wüsstet, was wir für Leute schon auf unserer Scouting-Liste haben für andere Games, ihr würdet euch, denke ich mal, sehr darüber freuen. Wir werden natürlich nicht nur bei Call of Duty bleiben. Wir werden uns darauf fokussieren, den deutschen E-Sports-Markt sehr cool abzudecken und auch Bereiche abzudecken, die natürlich einerseits uns sehr gut gefallen, aber andererseits die auch gut funktionieren. Und wir wissen natürlich, dass Call of Duty eSports in der eSports-Rangliste jetzt nicht das allerhöchste ist. Unterm Strich haben wir natürlich eine Firma gegründet, weil diese Firma natürlich in irgendwelchen, ich weiß nicht, wie viel Jahres dauern wird, bis wir das erste Mal Plus machen werden, aber wir wollen natürlich auch, wir sind eine Firma, wir wollen Geld verdienen, so wie der Hersteller von diesem Stuhl Geld verdienen will, so wie Adidas das Geld verdienen will. Und dementsprechend wissen wir, dass wir richtig, richtig geile, große Games supporten müssen. Aber das steht alles noch in der Zukunft, Freunde. Dazu werde ich euch dann was sagen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, es sind da schon ein paar coole Leute in der Pipeline. Und generell, um jetzt zu meinen beiden Geschäftspartnern zu kommen, oder erstmal noch abzuschließen, Freunde, es wird sich nicht nur auf Call of Duty, definitiv nicht mehr ansatzweise. Call of Duty ist vielleicht ein Stück der Pizza. Und ich mag Pizza. Und zur anderen Frage ist, wird das wieder so eine Sache sein, die schnell auseinanderbricht und so? Das war natürlich die zweite Frage. Natürlich nicht. Also in dem Fall ist es so, es sind Verträge unterschrieben worden. Es gibt Steuerberatertermine, es gibt Notartermine, es gibt
alle möglichen Termine, um das Ganze natürlich so gut es geht und so professionell es geht zu machen. Hätte ich niemals gemacht ohne meine beiden Geschäftspartner. Einmal Kevin Thewe von Thewe Media, ein wirklich top Social Media Manager, genauso wie mein Manager seit Jahren und früher bei Activision gewesen, Markus Schof. Wir sind das Dreierteam, also Marcel Althaus, Kevin Thewe, Markus Schof. Im Übrigen, die Visitenkarten kann ich euch bald zeigen. Und glaubt mir, das sind zwei Männer, die sind in dieser Szene so gestanden, die würden unter keinen Umständen irgendwas anfassen, dem sie nicht vertrauen würden. Und dementsprechend bin ich einfach so hyped auf die nächste Zeit. Und ich habe einfach total Bock drauf. Ich bin total zufrieden. Ich meine, in kürzester Zeit hatten wir alles fertig. Ein Logo hatten wir fertig, wir hatten ein Trikot fertig, wir hatten die Jungs im Flieger nach Los Angeles, wo sie sich jetzt halt gerade noch befinden und nachher dann das nächste Spiel spielen. Und wir haben unsere erste Map geholt gegen FaZe. Ja, die erste Map im ersten Game. Es ist der Wahnsinn, wirklich, Freunde. Das war so geil, dieses Gefühl, das Logo da zu sehen, für das man jetzt die letzten Monate gearbeitet hat, mit dem Ganzen dahinter, und dass es dann letztendlich alles so schnell ging, und das ist einfach der Wahnsinn. Und deswegen, ich habe so Bock drauf, das Ganze noch viel größer zu machen. Und ja, das leitet vielleicht auch zum nächsten Thema gut über, und zwar, warum denn zurzeit wenig Videos kommen. Ich denke mal, das ist klar. Ich kann natürlich einerseits sehr, sehr stolz sagen, dass ich mittlerweile an einem Punkt geraten bin, wo ich halt Videos eigentlich nur noch machen muss, weil ich Bock habe. Hängt natürlich damit zusammen, dass man sich schon die letzten Monate und Jahre finanziell irgendwie in ganz gute Lage gebracht hat. Mehr sage ich dazu nicht. Ist natürlich der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich liebe Gaming. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie sich das für mich anfühlt, eine professionelle Organisation gegründet zu haben, wo ich mir sicher bin, dass die geil wird. Das ist so ein geiles Gefühl. Aber warum kamen keine Videos? Naja, ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, was die letzten Monate in der Planungsphase abging. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe ja nicht nur diese eine Firma nebenbei, sondern ein bisschen mehr. Ich will damit jetzt noch nicht angeben oder so. Ich will euch einfach nur erzählen, was los ist, und einfach mal wieder so ein Oldschool-Video machen, wo man einfach mal erzählt, was so abgeht. Und ich hatte kein Game zum Zocken, Amaner Käufisch. Das kann doch nicht wahr sein, ich kann kein Fortnite spielen, ich bin schlecht in Fortnite, mir macht es vielleicht Spaß, aber was sie jetzt aus dem Game gemacht haben, ciao bello. Punkt 1, Punkt 2, ich kann auch kein Black Ops 4 spielen, es tut mir leid, Freunde, es geht nicht. Ich kann mal einen Abend vielleicht 2-3 Ründchen spielen und gut ist, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich jetzt auf die Beta, die in weniger als einem Monat losgehen wird, komplett geil bin. Und die Beta wird natürlich komplett gesmashed. Wegen Streaming und so weiß ich auch nicht genau, ich vermute mal schon. Aber die Beta wird natürlich gesmashed, das muss sein. Ja, es geht gar nicht anders. Es ist unmöglich, was anderes zu tun. Und das nächste COD sowieso. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe letztes Jahr auch zu viel gemacht. Dieses auch Black Ops 4 kam raus, auf einmal Daily Upload. Das ist zu viel. Da ist der Hype raus, da geht die Stimmung weg. Das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das ein bisschen runterschraube. Ich bin ja gerade bei meinem einen Video pro Tag Politik. Gut, auf dem Hauptkanal mache ich jetzt gerade auch nichts. Ich habe mir so eine kleine Sommerpause gegönnt, die ich mir die letzten Jahre nie genommen habe. Deswegen, ihr könnt euch ab Anfang, Mitte September natürlich wieder auf regelmäßige Dinger freuen. Ich werde vielleicht vom Stream nachher ein Stream-Highlight schneiden lassen, damit ihr einfach mal wisst, wie so ein Stream abläuft bei uns. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unsere Social Medias mal abchecken würdet. Also das sind natürlich, wir sind auf Twitter, auf Instagram, auf Twitch. Ich verlinke euch mal alles in der Videobeschreibung. Auch was ganz cool aussieht, Moment, das wird wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen weird aussehen, weil jetzt der Display ein bisschen komisch ist, weil ich kann versuchen, es ASAP hinzukriegen. So, wir machen mal so und machen die Bildschirmaufnahme weg. So, das ist jetzt auch so das Overlay, mit dem wir streamen, so. Und das wird auf jeden Fall auch geil, denke ich mal. Da sieht man hier, wie das Ganze so aufgebaut ist und so. Und genauso sieht das aus, Freunde. Und wie gesagt, es ist so geiles Zeug geplant und ich bin einfach hyped, endlich diesen Schritt gegangen zu sein, unabhängig von YouTube etwas aufzubauen. Natürlich hilft mir YouTube-Reichweite in dem Fall. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen geplant, wo ich sie nicht brauchen werde, wo einfach das, was man so gelernt hat, übers Leben helfen wird. Damit ihr einfach mal wisst, was so los ist bei mir, und einfach mal ein kleiner Realtalk aus der Zentrale, auch hier für die Scorpion Plays Abonnenten, weil ich der Meinung bin, ihr seid meine treuesten Abonnenten, die schon die ganzen Jahre das verfolgen, was ich getan habe, was ich gemacht habe. Und ich bin total stolz, Freunde, weil wir einfach die erste Map geholt haben. Und allein dieses Bild, habt ihr vielleicht auf dem Thumbnail gesehen, wie das aussah. Da wird einem doch wirklich warm ums Herz, Freunde. So, ich würde sagen, wir machen Ehrenmann-Move, bleiben heute unter 10 Minuten, damit keiner sagen kann, ich bin geldgeil. Spaß. Also, Freunde, kennt ihr eigentlich schon meinen Kommandanten? So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, folgt uns bei Social Media, Freunde. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. What a way to do it in an absolute 3-0. Now, that's something, Miles, we touched a little bit on controls, and I think
You were discussing controls with pro teams versus the AMs, and there we saw it, an amateur team 3-0-ing. So what we plan on a control. Yes, essentially, Kate, what we're saying is every single thing I've